Quick. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Martins Bike, mein Fahrradkanal. Aber ja, ihr wisst, ich bin Kameramann von Beruf und heute geht es wieder um Kameras und zwar hier um diese DX4. Ja, das ist eine 360-Grad-Kamera. Ja, diese Kamera ist an einem Selfie-Stick befestigt, der in der Aufnahme unsichtbar gemacht wird. Ja, und in diesem Fall hier fliegt die Kamera vor euch her und nicht wirklich, ja, denn hier ist die Kamera am Fahrrad befestigt. Und warum mache ich das? Ja, es gibt nämlich einen Black Friday Deal. Und zwar bis 4. Dezember. Da bekommt ihr diese Kamera für über 15% ermäßigt. Deswegen auch dieses Video dazu. So, genug des kommerziellen Teils. Und jetzt stelle ich euch diese Kamera im Detail vor, wenn ihr diese für Radtouren verwenden möchtet. Und natürlich gehe ich nicht nur auf Vorteile ein, sondern hier kommen auch die Nachteile. Vielleicht wisst ihr, dass ich ja bisher die One X benutzt hatte. Das war die erste Version dieser Kamera, ja, ein Vorgänger, und der hatte noch keinen Screen. Und die X4 hat nun einen Screen und das hilft wirklich sehr beim Einstellen der Bildparameter. Die Schärfe, die Auflösung und der Kontrast der X4 sind tatsächlich besser geworden im Vergleich zur One X. Ja, aber auch immer noch nicht perfekt, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, zum Beispiel das Lowlight-Verhalten. Beider Kameras ist nicht gut und die X4 ist auch immer noch nicht ganz perfekt und rauscht teilweise, wenn es etwas dunkler wird. Ja, leider ist diese X4 auch etwas schwerer geworden. Ja, das hat dazu geführt, dass eine Halterung, an die der Selfie-Stick mit Kamera befestigt war, bei einer Radtour auf Kopfsteinpflaster gebrochen ist. Eieiei. Okay, leicht verzögert die Kamera. Nun gut. Jetzt zeige ich euch ganz fix die Bildeinstellungen der X4 und danach zeige ich euch ein bisschen Zubehör. Ja, hier seht ihr meine X4 von Insta360 und ich habe da so einen kleinen Action-Schutz. Und ihr habt ja gesehen, einen Sturz hatte ich schon und es hat wirklich geholfen. Ja, die Kamera ist danach ganz geblieben, es hat wirklich keinen Kratzer. Also das hilft, ja, hier am Selfie-Stick. Und falls ihr euch gefragt habt, was das da ist, ja, das ist so ein kleiner Windschutz für die Mikros, kann man an beiden Seiten befestigen und hilft, dass ihr weniger, ja, Windstörgeräusche habt während der Radtour. Also deswegen mache ich das darauf. Dort kann man die Kamera anmachen, ja, dann fährt sie hoch, zack, da ist der Bildschirm und das ist ein Touchscreen. Ja, ihr könnt darauf rumfingern und alles einstellen. Das finde ich sehr praktisch. Da unten könnt ihr dann auch aufnehmen. Also wenn ihr eure Einstellung getätigt habt, verändert sich nichts beim Ausmachen, die Einstellungen bleiben bei und ihr könnt dann einfach auf den Record-Button draufdrücken, dann geht sie an oder wieder aus, wie in diesem Fall. So, wenn ihr darauf drückt, ja, hier seht ihr die Bildauflösung, die war gerade eingestellt, 5,7K, ja, das ist das Endfile. Diese Pixelgröße hat das Endfile und das habe ich in 25 Frames pro Sekunde eingestellt. Das ist so die Fernsehauflösung und da, wenn man darauf drückt, habt ihr die verschiedenen Modis, da könnt ihr fotografieren oder Videos machen, in HDR auch, also im großen Kontrastumfang. Das kann durchaus helfen. So, da unten muss ich auf den Aufnahme-Record-Button wieder aufdrücken, dann geht das weg. So, drücken wir nochmal rauf. Also 8K ist das Maximalste, was geht, das habe ich auch immer eingestellt und das geht runter bis 4K. Und bei 4K könnt ihr bis 100 Frames pro Sekunde einstellen, also Zeitlupe, ja. Bei 5,7K sind es nur noch 60 Frames pro Sekunde und dann geht es immer weiter runter hier bei 5,7K plus, was auch immer das heißt, sind es 30 Bilder pro Sekunde. Und ich stelle aber 25 ein, das ist die normale Aufnahmerate, die für meine Videos gilt. Und so belasse ich es. Ja, hier habt ihr noch so ein paar Modis. So, wenn ihr hier rauf drückt, dann kommen diese Modis. Und da oben rechts, ja, da kann man noch Einzelobjektiv raufdrücken und dann, ja, habt ihr eine Weitwinkelkamera, die filmt dann wirklich nur mit einer dieser beiden Linsen, in dem Fall jetzt Richtung Hand oder hier, zack, dreht ihr das und dann guckt die Linse zu mir und würde dann aufnehmen, sofern ihr Record drückt. Und das geht eben bis 4K, runter bis 1080p und in 25 Frames habe ich es eingestellt und das geht bis 60 Bilder pro Sekunde, das Ganze. Also eine wirklich interessante, wirklich krasse Weitwinkelkamera und die könnt ihr natürlich auch hochkant einstellen für irgendwelche Insta- oder TikTok-Videos. Aber wenn man diese Kamera dreht, ja, dann kann man diesen Screen ganz normal als 16:9 Screen verwenden. Vorher eben sah es ein bisschen klein aus, ne?
Und so hält sich es auch besser. Ja? Also wenn ihr diese Kamera als Weitwinkelkamera verwenden wollt, dann geht das so. So, dann könnt ihr da noch die Linien einstellen, ja, gerade Linien oder so ein bisschen, ja, alles rundlich. Und dann habt ihr aber auch mehr Raum drumherum, den ihr seht mit der Kamera. So, zurück bei 180 Grad oder 360 Grad. Ihr seht, hier kann ich auch die Kameras auswählen, aber da ist es egal. Das ist nur zum Gucken. So, hier bin ich im Play-Modus und ja, hier könnt ihr euch den Clip von eben dann nochmal angucken, sofern ihr das kontrollieren wollt, was ihr da aufgenommen habt. So, wenn man von rechts nach links switcht mit dem Zeigefinger hier, dann könnt ihr die Farbtemperatur einstellen. Das ist mir nicht so wichtig, deswegen habe ich das mal auf Auto, zack. So, und dann kann man das wieder so zurückwischen und dann ist das Menü weg. Und das beste Menü ist von oben nach unten. Ja, da ist eine ganze Menge Zeugs, wo ich aber auch immer nicht weiß, was es ist. Rotationssperre, ich kann euch nicht sagen, was das ist. Ja, deswegen, ich habe es an, passt. So, das ist hier die Bildschirmsperre, die funktioniert. Da kann man dann nicht dran rumtippern. Da bei der Sonne, ja, könnt ihr natürlich die Helligkeit von diesem kleinen Bildschirm regeln. Sehr gut, ja, wenn die Sonne krass scheint, dann kann man das richtig hell machen, um was zu erkennen. Ich habe das hier auf so einen Sparmodus in der Mitte. So, dann hat das, was aussieht wie ein Reifendruck, ist aber der Linsenschutz. Den habe ich auf Automatik. Ja. Man kann nämlich auf die Linsen verschiedene Schutzhüllen draufpacken. Und ich habe auch so einen kleinen Linsenschutz drauf, damit es keine Kratzer auf der Linse gibt. So, hier das zweite war noch so eine Sprachansage. Das hier ist die Tonausgabe, der so kleine Piepsgeräusche beim Rumfingern. Und hier ist der KI-Assistent für Highlights. Das ist ganz interessant. Ich glaube, da brennen weniger Highlights in den Wolken weg. Ihr habt mehr Details, deswegen lasse ich es einfach an. Hier ist eine Gestensteuerung. Dafür bin ich leider zu alt. Ja, kann sein, dass man irgendwie mit Gesten dann Record drücken kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Das interessiert mich nicht so. Deswegen kann ich euch dazu nicht sagen. Sprachsteuerung, genauso bin ich auch zu alt für. Ich tippe lieber, dann ist Nummer sicher, als wenn ich irgendwas sage und die Kamera gehorcht mir nicht, das brauchen wir nicht. Quick Capture ist gut, da könnt ihr eine Schnellprogrammierung vornehmen. Das heißt, wenn ihr auf dem Record-Button drückt, geht die Kamera an und nimmt gleich auf. Also ihr spart euch ein bisschen Zeit. Ja, die Vorabaufnahme ist das sogenannte Pre-Recording. Die Kamera nimmt die ganze Zeit auf und wenn ihr dann Record drückt, dann nimmt die Kamera wirklich auf und auch die 10 bis 40 Sekunden vorher. So, hier habt ihr noch einen Time Capture, da könnt ihr, glaube ich, Zeitlupen programmieren über eine bestimmte Laufzeit und auch Frames pro Sekunde. Hier könnt ihr die Uhrzeit einstellen. Das ist interessant, wenn ihr eine Radtour macht und ja, so den Weg als Zeitraffer festhalten wollt. Nicht uninteressant, guckt euch das mal genauer an. Da kann man ein bisschen was machen. So, wenn man hier rüber wischt, kommt noch ein bisschen Menü. Ja. Da seht ihr unten das LED-Licht. Ja, wenn ihr dann Record drückt, wird es rot. Da sieht man das. Und hier sind die Toneinstellungen für die Mikros. Ja, also hier erstmal die Windunterdrückung. Die ist gar nicht so schlecht. Ja, wenn es ein bisschen Windgeräusche gibt, werden die hier digital weggedrückt. Ja, fragt mich jetzt nicht, ob Automatik oder aktive Windunterdrückung. Da kann ich euch nicht sagen, was bringt. Stereo sind die beiden Mikros. Links und rechts der beiden Linsen, ne, da habt ihr schon eben gesehen, ne, wo ich da das Kissen draufgeklebt habe. Und wenn ihr da unten Richtungsmikro anklickert, dann habt ihr da. Und auf der Rückseite ist auch noch ein Mikro, dann sind da die Mikros. So, dann könnt ihr da noch aufdrücken und fragt mich nicht, ich wüsste nicht, was das ist. So, und hier sind noch verschiedene Modis, die sind ausgerichtet, ja, Skifahren, dann ist es so ein bisschen unterbelichtet, weil durch Schnee ist es alles sehr hell. Dann eher so und da gibt es so ein paar voreingestellte Modi. So, dann habt ihr unten noch, das ist ganz wichtig, ja, die Einstellung. Da seht ihr nicht nur die Seriennummer der Kamera, sondern könnt auch bestimmte Sachen einstellen. Hier zum Beispiel bei der SD-Karte, klar, formatieren. Warum das so versteckt ist, weiß ich nicht. Wann geht der Bildschirm aus? Das ist natürlich eine Sparfunktion für den Akku. Und hier könnt ihr, ja, weiß ich nicht, automatische Abschaltung, ja, ist auch so eine Art Sparfunktion. Da schaltet sich dann die gesamte Kamera ab,
wenn sie nicht aufnimmt. So, Bildeinstellung ist ganz wichtig. Da könnt ihr noch ein paar verschiedene Sachen einstellen. Den Videocodec H265 habe ich, weil ich einen schnellen Rechner habe für Videoschnitt. Habt ihr einen langsamen Rechner, dann H264. H265 spart aber Daten. Die Bitrate ist bei mir bei Standard. Würde man sie auf hoch stellen, braucht ihr, glaube ich, eine schnelle Micro-SD-Karte, eine V60. Ja, ich habe eine V30 und habe da Probleme, deswegen gehe ich wieder auf Standard. Dann noch Anti-Flimmern, ja, das ist so Videoschärfe, genau. Da habe ich es über Mittel gelassen, ist nicht so wichtig. Und das Flimmern, ja, das könnt ihr, wenn ihr in Amerika seid, habt ihr 60 Hertz, hier in Europa sind es 50 Hertz bei Lampen, die würden sonst flackern, ne, wenn das falsch eingestellt ist. Kamerainternes Stitching kann man anstellen, warum hatte ich es aus, keine Ahnung. So, und dann habt ihr noch so ein paar andere Sachen, ja, externe Mikrofon, Verstärkung und so weiter, Thermohülle, Sprache, Deutsch. So, dann hier außen, ja, habt ihr noch eine Öffnung, da ist ein USB 3 Stecker zum Aufladen oder zum Datentransport und hier, da wo ist der Akku versteckt, den zeige ich euch gleich, aber erstmal drücke ich da nochmal rauf, da sind diese Modis, die habt ihr eben schon gesehen, so, das ist so eine Art Schnelltaste. So, und hier drückt ihr ein bisschen länger rauf und dann fährt die Kamera runter und dann kann man auch den Akku mal rausnehmen. Ja, der hält, der muss ungefähr eine Stunde laden, dann ist er voll. Und das ist der Akku und ich empfehle für Radtouren auch immer zwei Akkus mitzunehmen, ja, weil das ist, das hält auch nicht ewig die Aufnahme. So, dort ist die Micro-SD-Karte versteckt. Da habe ich eine 256 GB Karte. Ja, mehr ist immer besser. Müsst ihr einfach gucken, was ihr euch leisten wollt. Und dann kauft ihr entsprechend eine. Kommen wir nun zum Zubehör. Und ja, das ist ein bisschen wie Weihnachten, also auch für mich, weil ich hier eben fürs Recherchieren ein bisschen geschaut habe, was es so gibt. Und das ist wirklich viel Zeugs und spannendes Zeugs. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz kurz die Bundles der X4 an. Und da gehe ich mal hier auf die X4-Seite. Und hier seht ihr die Kamera, das Standard-Bundle. Und so, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier runter. Na, hier gibt es zum Beispiel ein Rennrad-Bundle. Integriert, ja, da habe ich, das ist interessant, da gibt es eine Halterung, wenn ihr da so einen Schraubgewinde an eurem Fahrrad habt, nämlich so, ja, dann könnt ihr dieses Bundle nehmen oder ja, das modulare Bundle, das macht ihr ein bisschen anders fest. Und zwar habt ihr hier eine Halterung und da könnt ihr dann diese Halterung ranmachen. Und da kann man auch ein Smartphone für Navigation ranpappen und hier vorne die Kamera. Und dann hat man halt diesen Blick auf euch und den Blick nach vorne auf jeden Fall auch. Aber das erstellt ihr ja dann in der Nachbearbeitung. Ja, in den beiden Rennrad-Bundles ist diese Schutzkappe mit dabei. Die Kamera, ein Selfie-Stick, zwei normale Schutzkappen. Die sind gut, ja, ich denke, die braucht man. Meine eine ist schon ein bisschen zerkratzt, da sieht man, da ist irgendwas raufgekommen. Die zerkratzen schnell, die Linsen zerkratzen weniger schnell, aber sicher, so einen Schutz drauf zu haben, ist nicht verkehrt. Man kann ihn aber auch abmachen und hat dann ein sauberes Bild, weil Sonnenreflektionen können sich hier irgendwie so ein bisschen spiegeln, nicht so gut. Ja, da gibt es hier noch das Fahrradbundle. Da habt ihr halt diese Schürze, die ihr euch umbinden könnt hier mit diesem Brustkorb. Und habt dann eben, ja, so für Actionaufnahmen in 2D. Ja, die Kamera kann man ja in 2D umstellen, das habe ich euch gezeigt. Und dann hat man diese Bilder nach vorn, weil das eine extrem weitwinklige Kamera ist, wenn man nur eine Linse benutzt. Also nicht uninteressant. Und das ist halt dieses kleine normale Fahrradbundle. So, mehr Fahrradbundles gibt es hier nicht, aber das ist schon eine ganze Menge. Aber ihr werdet fündig bei Zubehör. Kommt, und da klicken wir mal rauf und ich wähle mal nur X4 an. So, und hier kommen diese ganzen vielen schönen Sachen, die man sich zu Weihnachten schenken lassen kann oder einfach selber bestellt. Ein Rucksackclip, der ist neu, genau, tragbares Ladegerät, okay. Hier, diese Fahrradheckhalterung, das ist gut, ne? Weil meine, ihr habt es gesehen, die ist gebrochen. Und daraufhin haben die hier diese neue Fahrradkonstruktion gebastelt. Nee, Scherz, also wahrscheinlich ist es noch bei anderen Leuten gebrochen. Und es ist einfach besser, wenn das einmal an der Fahrradstange dran ist und hier nochmal am Sattel. Und ich denke, da sollte nichts mehr brechen. Und ihr habt dann diese schöne POV nach hinten. Ja, so würde es dann aussehen. Jetzt nicht so schön, aber für die Aufnahmen ist das natürlich eine coole Halterung. Dann gucken wir mal weiter. Gibt es eben diese Computerfahrradhalterung, die habt ihr gerade gesehen. Ja, hier Micro-SD-Karten,
alles V30 hier, ne? Denkt dran, vielleicht eine V60 zu kaufen, wenn ihr 8K und beste Qualität haben wollt. Ja, dann wäre das nicht verkehrt. So, hier ist nichts Neues groß. Eine Halshalterung, wozu braucht man denn das? Also hier ist jede Menge Zubehör, was ihr vielleicht auch nicht braucht. Hier für Motorräder eine Bügelhalterung, eine Handbandelhalterung. Die Schnellspannhalterung habe ich, glaube ich, auch. Aber was vielleicht ganz spannend ist, ja, das könnte, ich gehe mal noch weiter. Hier ist noch eine Helmhalterung. So, und wir haben hier, ja, das ist total wichtig, hier ein unsichtbarer Selfie-Stick in Gold. Mann, die Leute an der Produktentwicklung haben auch Probleme, oder? Dass es sowas gibt. Ja, verschiedene Selfie-Sticks gibt es hier. Hier mit Handhalterung, hier eine Einhornhalterung, sehr gut. Ja, wer schon immer mal ein Einhorn sein wollte, dann nimmt man dieses. Hier ist noch ein Premium-Linsenschutz. Der normale Linsenschutz ist vielleicht okay, aber ich würde wahrscheinlich eher das hier empfehlen, weil, wie gesagt, das ist mir so schnell zerkratzt, dass vielleicht der Premium-Linsenschutz, müsste man mal ausprobieren, vielleicht doch die bessere Wahl ist. Also ja, hier dieser normale Linsenschutz kostet nur 19 Euro, aber vielleicht doch besser diese für 35 nehmen. Ja, hier gibt es noch einen Mikrofonadapter, wer seine Stimmchen aufnehmen will über Klinke oder hier ein Funkding ranmachen will, der kann das hier machen. Das ist ein Adapter, der geht in diesen USB-C-Anschluss rein. Ja, hier ein Transport-Etui, das finde ich auch wichtig, wenn man hier diese Mikros nehmen will. Ja, das hilft tatsächlich, den Wind da etwas wegzuhalten. Ja, das rauscht sonst da rein, ihr hört nichts. Also auch die Naturatmo ist dann natürlich besser. Ihr müsst ja nicht reden, aber die Umgebungsgeräusche werden dann besser eingefangen. Ja, die Linsenkappe würde ich auch unbedingt empfehlen. Da war bei mir im Standardausrüstung nichts dabei. Die Thermohülle habe ich immer dran und habe jetzt gecheckt, das macht man besser ab. Wenn die Aufnahme 8K ist und die Kamera heiß wird, dann tut diese Hülle die Hitze ein bisschen wegnehmen. Und soll man aber nicht benutzen, wenn man Rad fährt oder Motorrad. Also deswegen nehme ich das jetzt wieder ab, auch wenn ihr es jetzt in meinen Aufnahmen gesehen habt. So, dann hier diese Sattelhalterung, wie gesagt, kann ich nicht so unbedingt empfehlen. Die ist mir gebrochen. Hier ist noch so ein Schwingungsdämpfer, dann ja, bei Fahrrädern, na, es rüttelt doch oft und der ist vielleicht nicht verkehrt. Ist natürlich auch für Handaufnahmen gedacht, aber ich glaube, hier unten ist auch noch ein Schraubgewinde und dann ist das Ganze ein bisschen gedämpfter. So, das sind die ganzen Zutaten, wollte ich sagen, das ganze Zubehör. Und irgendwo habe ich noch was gesehen, was ich ganz spannend fand. Achtung. Ja, hier, den habe ich übersehen. Der Akku-Selfie-Stick. Ja, also ihr könnt euch einen zweiten oder dritten Akku dazu kaufen. Aber das ist auch nicht uninteressant. Ja, hier sind nämlich Akkus drin und das sind ungefähr 4000 mAh und der normale Akku hat 2000. Also wenn ihr den normalen Akku habt und das hier, dann habt ihr eigentlich fast die dreifache Menge an Aufnahme. Müsst nicht so oft wechseln. Vielleicht nicht uninteressant, denn das Ganze ist auch hier über den Kabel immer verbunden. Also da habt ihr wirklich keine Probleme bei der Aufnahme, wenn ihr so 3-4 Stunden am Stück aufnehmen wollt. Und dann empfiehlt sich natürlich auch ein 500 GB SD-Stick vielleicht zu nehmen. Okay, jetzt wisst ihr, wie man mit der Kamera aufnehmen kann. Aber was mache ich mit diesen 360 Grad? Ja, ich muss die ja irgendwie umrechnen in 2D, ja, in 16:9 oder hochkant, je nachdem, was ihr haben möchtet. Und dazu benutze ich die Insta360 Software. Ja, viele machen das tatsächlich mit dem Handy, aber ich habe da permanent Platzprobleme mit dem Speicherplatz und von daher übertrage ich ungern Dateien aufs Handy. Aber mit der Handy-App könnt ihr auch diese 360-Grad-Sachen nachträglich entwickeln. Ja, indem ihr mit eurem Handy schwenkst, ja, ihr spielt das ab und könnt nachträglich diese Schwenks im Handy machen. Ja, also das ist ganz interessant, das funktioniert. Aus Datengründen mache ich das nicht, sondern mit der Software und das zeige ich euch jetzt. Okay, Leute, wir befinden uns jetzt hier im Insta360 Studio. Ja, das ist die Software, wo ich diese Aufnahmen entwickle. Ja, hier oben seht ihr, ja, das sieht man, ich kann es euch mal zeigen. So sieht das Original 8K-File aus, ja, alles so zusammengestaucht. Und da sind wirklich alle Informationen enthalten, die nach vorne und nach hinten zeigen. Ne? Hier muss irgendwo so ein Trennstrich sein. Und so sieht das aus. Das ist hier die Unstrutratur, ja, das bin ich. Hier hinten ist Jürgen, der fährt voraus. So, und
Wie mache ich das, wenn ich die Einstellung jetzt hier bearbeite? Ganz kurz hier rechts, ja, hier gibt es so ein paar Sachen, die ihr einstellen könnt. Da drücke ich hier rauf. Flow State Stabilisierung sollte an sein und Direction Look, ganz wichtig. Hier habe ich den automatischen Linsenschutz gewählt. Da könnt ihr auch natürlich andere Sachen einstellen. Der Thermogriffüberzug ist drauf. Und dann gibt es hier verschiedene Sachen. Chromatische Kalibrierung habe ich auf jeden Fall angewählt. Das hilft. Ich zeige es euch gleich nochmal in einer anderen Aufnahme. Und dann kann ich hier nur eins anwählen. Entweder dynamisches Stitching. Wir gucken mal hier am Lenker, da passiert was. Ja. Oder ich nehme Optical Flow Stitching oder KI Stitching. Und ich habe eben schon ein bisschen geguckt. Ich fand KI Stitching gar nicht so schlecht. Hier kann man es auch nochmal kalibrieren. So, sieht nicht so gut aus, ne? Da ist irgendwas passiert und deswegen setze ich es zurück. So, und wir lassen KI-Stitching an. So, das hier dazu, so viel ist hier nicht. Ja gut, hier gibt es noch ein paar Sachen im Bildprozess. Color Plus, ja, kann man machen, muss man nicht. Klarheit Plus, fand ich nicht schlecht, habe ich glaube ich angelassen. Motion ND, das ist ganz wichtig. Wenn die Aufnahme abfährt, gibt es hier so einen Motion Blur. Aber nur, wenn ich Motion ND angestellt habe. Ich fahre den Pfeil mal ab. Ne, ihr habt ja alles so glasklare Bilder, auch die Bäume glasklar. Und wenn ich das Motion ND anstelle und die Intensität erhöhe, dann seht ihr hier, zack, ne, gibt es so einen Motion Blur. Das ist ein bisschen übertrieben. Und ich, ja, der Rechner pustet hier gerade und fährt ein bisschen hoch. Ich stelle das hier bei Intensität mal runter. Und dann habt ihr das so ein bisschen. Ja, hier ist eine schöne Brücke bei Reiser. Das ist die erste Brücke nämlich. So, jetzt rolle ich hier mal im Scrollrad von der Maus. Na, und so sehe ich hier die Aufnahmen schon mal und kann dann auch gleich festlegen, wie das aussehen soll. Gut, die Intensität. Habe ich heute Alkohol getrunken? Was ist denn hier los mit meiner Zunge? So, ich kann es ein bisschen höher stellen. Dann gibt es hier noch Aqua Vision 2.0. Nö, das sieht hier nicht so gut aus. Man kann hier so ein bisschen was einstellen. Ich kann es ja mal so ein bisschen hier aktivieren. Da sah es nämlich eben nicht schlecht aus. Und True Audio, falls ihr die Stimmen klarer hören wollt, könnt ihr hier den Stimmfokus einstellen oder Rauschreduzierung. Ich lasse das mal jetzt aus und mache das meistens in der Nachbearbeitung. So, und wenn ich jetzt hier diese Bearbeitung vornehmen möchte, ja, dann, ich mal angenommen, ich fange hier bei mir an, dann gehe ich hier auf diesen Punkt, ja, da drücke ich einmal rauf und jetzt hat das Programm schon festgelegt, was ich hier gemacht habe. Das hat er hier abgespeichert, hier ist der Punkt. Ich kann aber auch das hier ein bisschen noch verändern, so im Winkel oder auch in der Höhe oder... Weiß ich nicht, was ist das? Das ist links rechts und hier ist, glaube ich, genau ein bisschen dynamisch ankippen. Ja, wollen wir es mal so machen. So, so fahre ich jetzt. Zack, ja, ein bisschen Motion Blur, sieht gut aus. Jetzt setze ich nochmal einen Punkt. Ja, und jetzt will ich aber rüber schwenken über Jürgen nach vorn. Da lasse ich ein bisschen fahren, stoppe die Aufnahme. Jetzt gucken wir mal, ja, so und so möchte ich es haben, klick hier rauf und ach nee, ich möchte vielleicht doch so ein bisschen das anders anschrägen. Dann mache ich das so, fertig. Ja, jetzt hat das so abgespeichert. Ich kann weiter Play drücken. Und jetzt kann ich hier mit Jürgen ein bisschen mitschwenken. Ich halte wieder an, schiebe mit der Maus hier das rüber, zoome mit dem Scrollrad auf Jürgen, setze den Punkt, mache vielleicht das Bild jetzt hier gerade. So, und das ist jetzt das Bild auf Jürgen. Und dann fährt er mir hier, ne, es bleibt immer noch im Bild. Okay, mit Motion Plus sieht nicht so schön aus, ne? Ich stell's mal aus. So, hoppala, jetzt bin ich hier verrutscht. Das war nicht so gedacht. Wir können es uns ja mal angucken, was ich da jetzt gemacht habe. So, ne, hier seht ihr die Aufnahme. Ich gehe hier mal ein bisschen ran mit dem Zoom. So, und jetzt gleich kommt der Schwenk, zack. Und gleich, so, jetzt gehen wir hier mit Jürgen nämlich mit. Und jetzt, genau, haben wir diese Seitwärtseinstellung. Ja, Leute, also so mache ich das Ganze.
Und das mache ich hier über den ganzen Clip oder auch nicht oder nur so einen Ausschnitt. Wenn es nur dieser Ausschnitt ist, dann muss ich hier diese beiden Marker so dahin schieben und dann wird eben nur diese Stelle berechnet. Und zwar, wenn ihr hier raufklickt, zack, könnt ihr noch ein paar Sachen einstellen. Natürlich hier euren Zielpfad einstellen. Hier muss man immer noch so einen Pfeilnamen eingeben. Hier ist die Auflösung und hier könnt ihr noch H265 oder ein ProRes 422, dann lässt sich es besser bearbeiten unter Premiere. Aber ich weiß nicht, was ihr benutzt für ein Schnittprogramm. Das kann anders sein, deswegen, ich habe das jetzt aus Platzspargründen. Meine Platten werden wieder ein bisschen eng. Ja, ich glaube, ich muss schon wieder was Neues hier kaufen. Deswegen H264 oder besser H265. Ja, liebe Zuschauer, also das hier soweit zum Erstellen der Bilder in der Insta-Software. Halleluja, also das war mein Video zur X4. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht funktioniert diese Kamera für euch für Radtouren oder benutzt sie für irgendwas ganz anderes. Ja, kann ja auch sein. Wie gesagt, ist auch eine coole Weitwinkelkamera, eigentlich ein ganz spannendes Tool. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Fahrradvideo hier bei Martins Bike. Und ein Video kommt dieses Jahr noch hier in diesem Kanal. Also bis dahin. Ciao.